Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, es ist mal wieder soweit. Wir haben neue Woche, neue Spielbrettvorstellung und dazu gegen den anderen nochmal eine kleine Erklärung, weil ich jetzt auch sehr häufig gefragt worden bin, warum mein Tesla so viel Schaden macht und warum ich auch so viel aushalte. Gut, gehen wir aber erstmal durch. Wir haben neue Weeklies und neue Dailies. Machen wir erstmal so. Denn wir haben heute Töte einen wilden Ghoul mit einer Schrotflinte 5-mal. Das dürfte nicht schwer sein. Erreiche eine höhere Stufe, ein Goldsternchen. Expedition, schließe Erfolgrezept ab. Also sprich einmal Batterie laden. Dürfte nicht schwer werden. Ein Event, schließe eine tägliche Operation in einem öffentlichen Team ab, töte eine Kreatur, während du von Maya Magic selbstgebrannten berauscht bist, töte einen festlichen Verbrannten, verwerte Schrott, um Federn herzustellen. So, und dann haben wir in den wöchentlichen nochmal drei Stufen, das Goldsternchen, 5 Werkstätten, Expedition, sammle Briefmarken, 5 Stück. Naja gut, wird gleich durch die Spielbrettvorstellung schon fertig geschlossen. Schließe bei Nuka World on Tour Events ab 5-mal. 10 Events. Schließe tägliche Operationen in einem öffentlichen Team ab 5-mal. Töte festliche Verbrannte 50-mal. Zerstöre 5 Aggressotrons. Und natürlich wiederholbar unter einen Rang 100 ein bisschen EP sammeln. Naja gut, ist wiederholbar. Gut, dann gehen wir auch gleich auf das Spielbrett ein. Denn wir haben ja jetzt von 41 bis 60. Und ja, ich weiß, ich bin schon ein bisschen weiter, aber wie gesagt, sonst kriege ich hier nicht alles unten rein. Gehen wir somit erstmal alles ab. Fangen wir erstmal ganz klassisch an mit Kronkorken. Kronkorken sind immer gut, kann man immer mal gebrauchen. Dann haben wir einmal das Symbol Nuka-Cola und 250 legendäre Scheine. Nehmen wir alles beides mit, ist doch kein Problem. Marinerüstung Nuka-Twist. Dann haben wir nochmal 3 Lunchboxen und Verwerten und Lagern-Kits. Und dann haben wir die Nuka-Cola-Twist-Lackierung für die Minigun. Nuka-Quantum-Lieferwagen. Auch sehr schön. Dann haben wir hier schon die 5 Briefmarken, wo ich schon meinte, ne, wird ein bisschen leicht. Dann nochmal 250 Gold, nehmen wir uns auch gleich mit für die Förstler. Dann haben wir die T60 Lackierung Nuka-Cola Classic. Dann 150 Atome, die sind auch nicht verkehrt. 250 Skillmünzen und 10% mehr Score Boost für die Förstler. Den habe ich mir auch schon zugewiesen. Dann haben wir wieder 150 Atome. Und dann haben wir Nuka-Cola-Plakette. Ja, auch nicht schlecht. Nuka-Cola-Kampfrüstung. Twist-Lackierung. So. Denn dazu für Förstler nochmal 5 Atom-Raketen-Schlüsselkarten. Ja. Dann haben wir Nuka-Cola-Mix-Package. Ja, das nehmen wir dann auch nochmal mit. Nuka-World-Cowboy-Überhosen. Dann haben wir hier nochmal Pfadfinder-Banner 3 Stück und einmal eine Fabrik-Kabeltrommel. Hätte man eher so fürs letzte Spielbrett nehmen können, aber okay. Nuka-Cola-Wagen. Dann haben wir hier noch T65-Lackierung Nuka-Cola Classic und dazu dann nochmal 5 Briefmarken für Förstler. 5 legendäre Module, auch die sind nicht verkehrt. Und zu guter Letzt 150 Atome und 250 Goldbarren. Sehr schön. So, jetzt sind wir wieder 20 Felder weiter. Und es geht gleich weiter, ja. Schon haben wir das nächste freigeschaltet. So, gehen wir aber erstmal jetzt hier einmal kurz durch. Denn wir haben ja jetzt hier einmal so einen wunderschönen Nuka-Cola-Wägelchen mit festen Nuka-Colas drinne. Sieht nicht so ganz cool aus, wenn man so von oben drauf guckt, so vom Weiten her, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, das sieht da so ein bisschen eingeschmolzen aus. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man die Colas ein bisschen besser erkennen kann. Aber so vom Weiten ist das eigentlich okay, ist optisch in Ordnung. So, dann haben wir hier einmal die Marinerüstung in der Nuka-Cola-Twist-Lackierung. Ja, eigentlich nichts verkehrt gemacht.
Top. Dann haben wir hier nochmal dasselbe in Modell Kampfrüstung. Auch hier nichts verkehrt gemacht. Top. Und dann haben wir hier noch das mit den Überhosen. Naja, was ich aber ganz cool finde hier mit dem Corki und mit dem Flushy so an den Füßen, unterschiedlich, eigentlich gar nicht so verkehrt. Das Ganze nochmal von hinten, wie gesagt, ist eigentlich vollkommen in Ordnung. So, dann haben wir hier einmal die Lackierung für die Minigun, auch schön mit Nuka-Cola Twist. Wie gesagt, passt wunderbar zum Thema rein, gefällt mir auch. Ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommen wir zu dem, was mir jetzt eher weniger so gefällt. Aber naja, ihr kennt ja schon meine Meinung darüber. Da wurde ein bisschen falsch gegriffen, finde ich. Ja, hier einmal die T65 in der schönen weiß-rot-blauen Lackierung. Mit dem Stern natürlich wieder auf dem Gemächt. Und hier einmal die T60-Version auch in weiß-rot-blau gehalten. Ja gut, über Geschmack lässt sich streiten. So, dann noch natürlich noch ein schönes Schild. Das finde ich wieder sehr gelungen. Ist wieder optimal. Und ja, eine riesige Kabeltrommel, die man auch als Tisch verwenden kann. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die irgendwo einbauen könnte. Irgendwie fehlt mir da jetzt noch so das zweite Ding, wo dann halt noch Kabel aufgerollt ist. Und ja, man hätte das eher im letzten Spielbrett raushauen können, finde ich. Aber na gut, es ist eine Kabeltrommel. Ein Dekoartikel mehr. So, dann haben wir hier natürlich auch noch den wunderschönen Nuka-Cola-Transporter, diesmal in Blau, in Quantum. Auch oben schön mit dem Quantum-Symbol. Es gab ja nochmal einen anderen Nuka-Cola-Truck, der war dann halt in Rot gehalten. Deswegen passt eigentlich auch vollkommen. Kann man ein bisschen was reinstellen. Ist auch relativ groß. Das passte jetzt gar nicht hinten so weit rein. Deswegen musste ich den schon in den Vorraum stellen. Aber das passt. Gut. Ja, das waren jetzt erstmal so die Sachen. Dann kommen wir jetzt einmal kurz. Jetzt muss ich mal kurz hier unten mir mal kurz mein Wäffelchen holen, weil ich habe es ja schon wieder weggepackt. Da ich jetzt sehr häufig gefragt worden bin, du Turtle, warum machst du so viel Schaden und warum mache ich nicht so viel Schaden? Ich weiß nicht, warum die Leute immer wenig Schaden mit einem Tesla anrichten. Ich mache eigentlich immer relativ normalen Schaden. Ich finde es jetzt noch nicht mal überpowered. Aber ich habe hier jetzt an und für sich noch nicht mal einen 3-Sterne-Tesla. Weil, naja, ich wollte halt immer einen 4-fach-Tesla haben, aus dem guten Grund, um halt eine schöne Munitionskapazität zu besitzen. 15 Schuss finde ich immer so ein bisschen sehr, sehr wenig. Und es war auch noch die Zeit, wo, naja, ich immer geguckt habe, dass ich meine Munition auch immer schön verschossen bekomme. Und mit 15 und dann den ganzen Munitionsgedroppe hat man halt sehr viel Munition bekommen. Und deswegen hatte ich halt, ja, ein Faible denn für die Vierfachwaffen, um halt auch dementsprechend mal vom Schaden runterzukommen, weil vierfach gibt man ja keinen Schaden dazu, sondern einfach durch die schiere Munitionsgewalt den Schaden zu errichten. Dementsprechend DPS. So, ansonsten hat es nur noch 25% mehr Schaden, wenn du zielst, um den Schaden nochmal zu erhöhen, wenn ich halt ziele. Dementsprechend, ja, kann ich nochmal 25% Schaden oben drauf setzen. Es würde auch mit höherer Feuerrate gehen, kein Problem. Naja, und ein dreisterniges so in der Hinsicht habe ich jetzt noch nicht hier auf dem LP-Char gedroppt gehabt. Geht von Gewichtsreduzierung bis allen möglichen. Kann man machen, wie man will. Ich bin jetzt halt nicht so derjenige, der das Ding gerne im Watz spielt. Dementsprechend, ja, Watz ist ja an und für sich eher um ein bisschen zu cheaten, sagen wir es mal so, um es sich ein bisschen zu vereinfachen, weil es springt ja dann auf den Nächstgegner über, wenn man sich richtig perkt und auch richtig mit Watz spielt, wäre es ja kein Problem, aber das macht das Ding ja von Hause aus, also war mir das halt eher so ein bisschen neutral gelegener wichtig. Ja, ansonsten, wie gesagt, Automatiklauf, Reflexvisier, das sind jetzt keine übertriebenen Mods, die da drauf sind und eine Silver Shroud Lackierung. Dann wurde auch noch gefragt, warum ich so viel aushalte. Eigentlich halte ich sogar noch sehr wenig aus, weil ich besitze jetzt keine so krass geile Rüstung. Ist an und für sich sogar noch Fail gewesen für das Ganze.
Ja, ist jetzt eine Dornenrüstung, also komplett alles einmal Dornen, die gerne mal so ein bisschen rumspackt und rumbackt, was den Bluteneffekt angeht und mit dem Schleicheneffekt kombiniert. Weil normalerweise, wenn man alle Set-Gegenstände anhat, hat man halt einen Bluteneffekt von Hause aus und beim Schleichen schwerer zu entdecken. Klappt immer nur so semi-effizient. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch nur auf dem LP-Char ausgebaut, weil war eigentlich relativ günstig. Ja, was heißt günstig? Hat ein bisschen gedauert. Ich wollte dann halt auch nur unnachgiebig drauf haben, damit ich dementsprechend halt auch ein bisschen damit leveln kann. Deswegen sind an und für sich nur der Präfix gut gewählt. Der Rest ist dann eher so, ja gut, hier war Intelligenz drauf. Ein Bonus drauf und weniger Körperteilschaden ist jetzt nicht so der Hit gewesen. Ansonsten habe ich sämtliche Teile mit abgedunkelt und ultraleichtbar aufgesetzt, dementsprechend um mehr AP zu haben, falls ich damit mal im Watt spiele. Aber ansonsten, ja, ich bin halt mehr auf das Schleichen fokussiert gewesen. Hier habe ich jetzt auch nochmal eine Intelligenz dazu. Ansonsten, wie gesagt, ist größtenteils nur unnachgiebig, worauf ich geachtet habe. Resistenz bringt einen eigentlich gar nichts. Hier könnte man jetzt noch sagen, Stimpaks, Red Array und Red Egg sind effektiver. Ja, super. Ist jetzt auch nicht so das Wahre. Hier haben wir nochmal Explosionsschaden. Ja, das ist schon ein bisschen. Das kann schon ein bisschen mehr helfen. Aber es gibt da halt eigentlich bessere Kombinationen. So, das jetzt zur Dornenrüstung. Dann gehen wir jetzt nochmal einmal die Perkung durch. Dafür gehe ich jetzt einmal kurz durch die legendären Perks. Ich habe nichts weiter ausgewechselt. Power Sprinter, ja, auch wenn ich jetzt ohne Power-Rüstung unterwegs war, wollte ich jetzt nicht rausnehmen. Hätte ich machen können. Habe ich jetzt nicht eingesehen. Welche Strahlung wollte ich jetzt auch nicht rausnehmen, weil bin ja eh nur mit der Energiewaffe unterwegs und schleichen wollte ich jetzt auch nicht. Dementsprechend habe ich noch nicht mal unnachgiebig gespielt. Ja, sonst legendäre Beweglichkeit, Wahrnehmung, Ausdauer und Intelligenz, damit ich halt ein paar mehr Punkte zu verteilen habe. Und ansonsten, ja, Tragkapazität, Reiseapotheke, weil ich ja auch noch mit dem Rucksack spiele, der mehr Tragkapazität gibt. Dementsprechend aber auch ein wenig, naja, Strahlenresistenz und Energieresistenz verringert. Ist auch nicht gerade wenig, aber ich habe halt so 120, so kann ich halt mehr Stuff mitnehmen. Bezüglich bin auch auf einem höheren Gewicht drauf. Nein. Ich weiß nicht, wollt ihr jetzt irgendwas wegschmeißen? Hör auf damit. So, ansonsten konzentriertes Feuer, weil, ja, hatte nichts anderes drinne. Hätte auch was anderes reinnehmen können. Habe ich jetzt nicht wirklich benutzt. Dementsprechend, ja, ist aber eigentlich bei mir meistens dann Standard. Denn halt die Kommandosoldaten, den Panzerkiller, Feuerfest, falls ich jetzt mal von Schreien der Brandbestie angegriffen werde oder ein Supermutant mit einem Raketenwerfer schießt, ja, ein bisschen weniger Damage, Hieb- und Stichfest, um halt nochmal ein bisschen wieder an Schadensresistenz ranzukommen, da meine Rüstung ja nicht viel aushält, verjüngt. Ist eigentlich bei mir auch immer standardmäßig drin, um mehr Max-TP zu haben. Und nochmal eine AP-Regeneration. Fleischklopfer, nochmal für ein bisschen mehr Schaden. Tragbare Top-Power, damit ich auch mal was tragen kann, weil Power-Rüstungsteile sind verdammt schwer. Batterien enthalten. Naja, gut, Fusionskerne und Plasmakerne kann man leider nicht wegpacken. Dementsprechend 50 Fusionskerne ständig mit sich rumschleppen, sind halt sehr schwer. Deswegen Batterien enthalten. Wiederverwerter. Wenn, dann will ich auch schon meinen Schrott haben. Erste Hilfe, damit mein Stimpak halt noch mehr verlorenes Life wieder hochzieht, wenn ich dann mal einen Schaden kassiere. Waffenschmied, damit mir die Waffe nicht so schnell kaputt geht. Ja, Action Boy, damit ich halt schneller von A nach B rennen kann und das dann halt auch sich dementsprechend wieder schneller regeneriert. True Hiker, ja, brauche ich eigentlich auch nicht zu erzählen. Wie gesagt, ich nutze ja einen Rucksack, der dementsprechend weniger, also mehr tragen kann, dafür aber keine Reduzierung hat. Könnte man eigentlich auch umbauen. Wäre jetzt nicht das Ding, dann hätte ich hier jetzt noch 3 Punkte drin, aber so nehme ich halt den True Hiker mit. Geborene Überlebende auf Maximum ausgebaut, damit ich eigentlich nicht so drauf achten muss.
wann ich mir ein Stimpak drücke und wann nicht. Wenn er dann halt ausprockt, dann sehe ich es ja relativ schnell. Und dementsprechend kann ich dann auch nochmal selber ein bisschen handeln. Adrenalin. Ja, gut, wir haben Werkstätten gemacht. Es gab genug zu killen. Dementsprechend nochmal maximal 60% obendrauf Schaden. Nimmt man mit. Blink ausgewichen. Ja, ich habe ja nichts im Watz gemacht. Dementsprechend okay, ich vermeide nochmal ein bisschen Schaden. Ja, blutiger Tod, nochmal Bonusschaden, Querschläger, Schaden, Vermeidung und bezüglich auch nochmal ein bisschen Schaden zurück. Klassenfreak, um meine Mutation dementsprechend nochmal ein bisschen gering zu halten, um die Mutation zu behalten. Ein Peiniger, ja, erst hatte ich einen Peiniger komplett drinne, um halt nochmal Körperteilschaden mehr anzurichten, weil gerade mit dem Tesla macht das eigentlich auch noch sehr viel Sinn. Aber ich habe noch so Erinnerungen an das böse, böse Tesla, was immer schnell kaputt ging. Dementsprechend habe ich mich hier eher lieber für den Reparaturschuss auf Maximum genommen, damit ich dann halt auch ein bisschen, ja, nicht immer alle 2, 3 Folgen die Waffe reparieren muss. Waffenschmied hilft zwar schon einiges, aber ohne den, da tut schon ein bisschen mehr weh. Gut, ja, wie gesagt, das war jetzt das Ganze jetzt zum Tesla. Wie gesagt, wenn ihr solche Fragen habt oder ähnliches, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde es auch versuchen, so schnell wie möglich dann halt zu beantworten, wenn ich denn dafür auch die Zeit finde. Gut. Ja, dann haben wir jetzt Spielbrettvorstellung und Co. gemacht. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit übrig in der Folge. Na komm, dann gucken wir doch mal, dass wir wenigstens noch mal... Ich sollte mich vorher noch mal umskillen. Weil ich wollte mir heute jetzt gerne noch mal ein bisschen Plasma-Munition besorgen. Weil die lässt sich ja immer so schön farmen jetzt mit dem Plasma. Davor hat man sie schon fast wegschmeißen müssen. Jetzt kann man sie ja schön wegstecken. Dementsprechend, ja, warum denn nicht? Und dann gehen wir jetzt hier über ins schwere Turtle. Ist da jetzt irgendwas verkehrt? Nee, Durchladen ist drin. Jetzt muss ich erstmal selber gucken. Ja, konzentriert ist alles soweit in Ordnung. Gut, dann gucken wir mal. Daily Ops müssen wir sowieso machen. Verbindungsgerät kann nur durch Nahkampf getötet werden. Ich hätte mal vorher nachgucken sollen. Na gut, dann machen wir es anders. Ist ja auch kein Problem. Wir haben ja hier noch, auch wenn es ein blutbeflecktes ist. Irgendwann werde ich hier nochmal einen Junkie haben. Nee, das ist Supermutanten. Müsste doch eigentlich noch ein... Ja, hier, Blutbeflecken. Kettensäge. Dann nehmen wir uns einfach eine Kettensäge mit. So. Da auch kein Problem. So, Perkung brauche ich jetzt eigentlich dafür keine. Das ist nur Daily Ops. Da halten die Mobs sowieso nicht so viel aus. Dementsprechend einfach rein und dann ist gut. Müsste mir ja sowieso mal überlegen, ob ich denn eher auf Red Spalter bleibe oder... ob ich den Red Spalter demnächst auch mal aufgebe. Weil ich finde die Kettensäge ein bisschen geiler. Die hat mir damals schon immer so viel Spaß gemacht. Verbindungsgerät in dieser Gegend übertragen nichts mehr. Findet und repariert sie. Repariert den Verstärker. Dann können wir die Verbindungsgeräte finden. So. Ausrücken. Lassen wir euch da einfach alle stehen. So wie sich's hier hört. Gut. Dann können wir jetzt hier gleich aktivieren und dann... Wer mir zu nahe kommt, kriegt die Kettensäge zu spüren. Start der Signalkalibrierung. Team, der wusste schon, warum er abbremst. Der wusste das schon. So, ich muss noch mal kurz gucken. Ja, überbogen. Gut, ich kann eigentlich entspannt spielen. Jetzt kriegen wir Random Loot hier. Das Blöde ist, wenn ich die jetzt so im Nahkampf töten kann, muss ich mich ja sogar noch beschießen lassen. Handgedrehter. Aua, das tat weh. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. So, ich gehe mir dann jetzt mal einen Kaffee holen, ne? Ja, nun komm, komm ran hier. Dann halt nicht. Sieht zu dunkel aus hier. Renn ich immer noch? Ja. Das glaube ich nicht. So. Und wenn ihr zu nah reinkommt, dann werdet ihr gemacht, ne?
So. Ich könnte ja eigentlich hier mal in Ruhe erstmal was trinken. Könnte mal gucken, ob wir noch was zu essen haben. Ja, siehst du, haben wir doch noch. Ist alles noch vom Stream übrig. Mussten wir nicht sogar mit Maya Magic irgendwas töten? Ach so, Kreaturen. Nee, ihr zählt ja nicht als Kreaturen. Aber du. Ne? Bin ich nicht dran? Jetzt bin ich schon wieder raus, verdammt. Das Einzige ist ein Verbindungsgerät und Nahkampf macht eigentlich nicht so viel Spaß. Da habe ich dann eher die Entschlüsselung. Oh, man muss ja immer so weit rausrennen. Bisschen doof. Ne, nun komm. Das Blöde ist, die können halt schießen und man kann halt selber nicht die Gegner wegknallen. Schön warm. So, kann ich mir auch ein paar Simpacks drücken. Ist nichts. Ist doch gleich durch. Guck mal weiter. Aber wir sind noch nicht fertig. Geh zum anderen Gerät. Großes Geschenk. Wo habe ich das jetzt her? Da kommt jetzt einfach mal ein großes Geschenk. Wo kommt das jetzt her? Naja, egal. Schnell zum letzten hier. Da wir sowieso in den unheimlichen Höhlen sind, kann ich mir hier gleich nochmal ein bisschen Hirschfleisch mitnehmen. Macht ihm die Hölle heiß. Genau, wir machen denen die Hölle heiß. Wir können uns jetzt hier oben auch eigentlich draufstellen und einfach hier hinsetzen und einfach warten. Sehen tun die mich ja so oder so. Nicht, Motti? Aber so kommen die wenigstens nicht so nah ran. Ja, schrei mal rum. Na warte. Ich zersägen wir jetzt. Zack und weg. Ja, nun kommt doch mal her hier. Ihr schießt schon die ganze Zeit daneben. Das wisst ihr schon, ne? Was haben wir hier noch? Mutantenhund. Ich könnte noch mal Nahkampfessen reindrücken. Na komm, gönn ich mir mal eine Twist. Was hatten wir eigentlich für Nuka-Cola gekriegt? Sag mal jetzt nicht, da waren jetzt nur Twists drin. Weil normalerweise habe ich von den Twist immer... Ne, das waren nur normale Nuka-Cola, die ich gekriegt habe. Dann komm, können wir noch mal einen Angler essen hier. Energie widerstehen, warum denn nicht? Ein bisschen Schlingerbrei, damit wir unter Wasser sauber sehen. Todeskrallensteak. Boah, ich esse mich erstmal durch den Pitboy hier. Ach Mensch. Das ist immer nervige Daily Ops. Aber man kann gut Kaffee trinken nebenbei. Jetzt habe ich so viel gegessen und getrunken, dass ich immer noch regeneriere. Ne, das passt ja. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde die Daily Ops nicht mehr laufen, wenn sie nicht in den Score drin stehen würden. Höchstens nur noch, wenn es jetzt eine leichte Daily Ops wäre, wo man sagen könnte, okay, gut, man farmt sich da was zusammen. Das heißt, ich glaube, ich würde nur noch die mit der Anti-Rüstung laufen. Verbindungsgerät, ich glaube, ich würde es Verbindungsgerät sein lassen. Weil, naja, ist meistens eher nur, ich sitz rum. So, können wir hier mal ein bisschen aufräumen. So. Ja, wir sehen uns das mal an. Ist ja kein Problem. So, 6 Minuten haben wir noch. 6 Minuten haben wir jetzt schon rübergebracht hier. So rum. Räumt da richtig auf, dann sehen wir, was sie verstecken. Na, dann sollen sie doch erstmal kommen hier. Das ist ein würdiger Tod. Na, da ist wieder so ein Schlüpfling mit unter den Dreiecken. Werd meinen Platz einnehmen. Dein Tod!
Stark sein! Das göttliche Licht. So. Dich kriegen wir da hinten auch noch. Komm mal her hier. Heiliger Moppenmann. Wollen nur noch den Schlüppling. Oh, Mensch. Bleib doch mal hier. Achtung, Primärziel. Ihr kennt eure Befehle, Team. Erfüllt uns mit Stolz. Ad Victoria. So, dann nehmen wir erstmal dich. Ja, komm, drück mir mal ein bisschen Schaden rein. Das ist eine Blutbefleckte. Dankeschön. Starke Leistung. Ich behalte die Geräte im Auge. Kehrt ihr zur Basis zurück. Solltest du nicht platzen? Ich wollte gerade sagen. Gut, Daily Ops beseitigt. Na, dann wollen wir mal gucken. Glaubt man nicht dran, dass wir jetzt irgendwas Cooles rausziehen, aber naja. Ein paar Granaten, eine Gamma-Kanone, kurz des Killers, ach du Heiliger. Zwei Einsterne-Waffen. Ja! Da denkt man sich manchmal echt so, lohnt sich das manchmal da noch reinzurennen? Ja gut, wenn man die Baupläne noch nicht hat, dann ja. Dann ist halt die Chance hoch, aber wenn man es halt schon zigmal gemacht hat, dann irgendwie nicht mehr so, ne? Wenn man schon alles hat. Und ich habe schon wieder vergessen, die Tür zuzumachen. Ah, böse Enklavetür hier. So, dann will ich mir jetzt hier nochmal ein bisschen Zuckerwatte, ein bisschen Candy holen. Noch mehr große Geschenke und kleine Geschenke. Gut, und da ich ja jetzt höre, dass ihr da hinten schon am Schießen seid, gibt es hier nochmal ein bisschen Ärger. Damit ich jetzt hier in Ruhe Feierabend machen kann von der Folge. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal schon mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.